Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war keine Überraschung. Die Richter stellen fest, was zu erwarten war. Zitat: Dem Bundesgesetzgeber fehlt die Gesetzgebungskompetenz für das Betreuungsgesetz. Einfach, klar, einstimmig. Überrascht von diesem Urteil kann eigentlich nur sein, wer die Grundlagen unseres Föderalismus nicht verstanden hat. Das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen von der CSU, die Sie angeblich unübertroffene Föderalisten sind, das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen heute eine Lektion in Sachen Föderalismus erteilt. Das ist alles ziemlich peinlich für Sie. Ziemlich peinlich das Ganze für Sie. Und das ist die Konsequenz, wenn man unbedingt mit dem Kopf durch die Wand will, wenn man alle Warnungen, vor allen Warnungen Augen und Ohren verschließt, ja, dann holt man sich eben eine blutige Nase. Ihre Rechthaberei hat nichts zu tun mit Rechtsstaatlichkeit. Das haben die Hüter unserer Verfassung Ihnen heute unmissverständlich klargemacht. Mit ihrer Rumpelstilzchenpolitik haben Sie das Bundesverfassungsgericht nicht beeindrucken können, und das ist gut so. Es scheint ja mittlerweile zum Markenkern der CSU zu gehören, dass Sie rechts- und verfassungswidrige Gesetze durchdrücken. Es bedarf keiner prophetischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, das nächste Debakel kommt bestimmt. Sie werden es bei der Maut erleben. Und am Scheitern Ihrer Unsinnsprojekte, da ist kein Bundesverfassungsgericht schuld. Und deswegen sollten Sie sich auch zurückhalten mit Richterschelte. Da ist auch keine Europäische Kommission schuldig, da sind keine Medien schuld, da ist kein Koalitionspartner schuld. Am Scheitern Ihrer Unsinnsprojekte sind ganz allein Sie selber schuld. Das Betreuungsgeld ist für Sie ein Modellprojekt. Ebenso wie die Ausländermaut, der Kampf gegen die Stromleitung und die Windräder. Und dieses Modell heißt, wo CSU draufsteht, ist Unsinn drin. Sie sollten dieses Modell nicht in Serie gehen lassen, Herr Seehofer. Ihre Alleingänge sind serienweise gescheitert, und als Bundespolitiker hat Ihr Einfluss mittlerweile das Niveau Ihrer Werte auf der Beliebtheitsskala der deutschen Ministerpräsidenten erreicht. Sie erinnern sich, da gab es eine sehr interessante Umfrage vor kurzem im Stern, das Ranking der Ministerpräsidenten aller deutschen Bundesländer. Wo findet sich der große Horst Seehofer? Auf dem vorletzten Platz, knapp vor dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff. Weiter so, gut gemacht. Je weniger Sie durchsetzen können, Herr Seehofer, desto aufgeregter gebärden Sie sich. Sie erinnern mich wirklich zunehmend an das HB-Männchen aus der Zigarettenwerbung der 60er und 70er Jahre. Dieses HB-Männchen, manche erinnern sich gar nicht mehr dran, dieses HB-Männchen gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Ihr Politikstil gehört auch der Vergangenheit an, nur Sie haben es noch gar nicht gemerkt. Lassen Sie uns das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum heutigen Tag zum Anlass nehmen, zu fragen, was Familien im 21. Jahrhundert wirklich brauchen, was sich Familien heute wünschen und was sie wirklich brauchen von einer staatlichen Familienpolitik. Sie wünschen sich, Kinder und Beruf gut vereinbaren zu können.
Sie wünschen sich gut ausgestattete Kitas, gut ausgebildete und gut bezahlte Erzieherinnen und Erzieher. Sie wünschen sich gleichberechtigte Beziehungen in ihrer Partnerschaft. Sie brauchen keine veralteten Rollenbilder. Und sie wünschen sich eine eigenständige Absicherung für jeden, für beide Partner. Bayerische Familien brauchen keinen weiteren bayerischen Sonderweg, sondern gute Bildungsorte für ihre Kinder von Anfang an. Die gute Nachricht des Tages lautet: Am Ende setzt sich die Vernunft durch und nicht die CSU.